So, da jetzt schon mehrfach Nachfragen kamen zum Aufbau des Fußbodens mit Natursteinmauer, weil mir dann mehrere gesagt haben, ja, hier muss ja eine Schaumgummischicht dran und so weiter. Also, ich habe hier unten Estrich gegossen, ja. Unter dem Estrich ist eine, Moment, besseres Licht, ist eine, wie sagt man dazu, Folie. Teichfolie. An der Wand selber ist ein Streifen von Noppenfolie. Die Natursteine, die habe ich mit Kalkputz zugeputzt, ist inzwischen schön hart geworden. Und jetzt kommt als nächstes bald die Dielung drauf, ja? Und zwischen die Dielung kommt Steinwolle als Dämmung von unten. Gut. Wichtig ist dabei, hier wird auch immer ein Abstand bleiben bei der Dielung, damit eben die Feuchtigkeit von der Noppenfolie durch die Noppenfolie nach oben kann in die Wand, also abgeleitet werden kann. Es wird immer ein bisschen Feuchtigkeit geben. Definitiv ist der Raum hier etwas trockener inzwischen und von außen ist er auch noch nicht abgedämmt. Und nochmal, also Estrich, Teichfolie unten drunter komplett und Noppenfolie. So, jetzt kommt die Dielung hier oben drauf. Da bin ich gerade dabei, das auszurichten. Und danach kommt, das ist hier die Heizung, Vorlauf und Zulauf. Ringsherum um die gesamte Wand kommt eine Fußleistenheizung oder auch Sockelheizung. Also an den gesamten Außenwänden innen drin kommt diese Fußleistenheizung. Warum habe ich das Holz hier reingelegt? Das Holz liegt jetzt seit 14 Tagen im Raum, um sich an das Klima zu gewöhnen. Das ist nun gekauftes Holz. Ich weiß nicht, wie hoch die Restfeuchte ist. Ist auch fast egal, weil leider hier noch etwas Feuchtes durch das Zumauern der Esse. Aber eigentlich auch egal. Ich habe das im ersten Haus schon gemacht, allerdings habe ich da die Dielung in der Saftruhe geschlagen. Also am 21.12. Wintersonnenwende, bester Schlagtermin. Und damit dieses Holz dann nicht später zu stark trocknet, habe ich es erstmal in den Raum reingelegt, weil draußen ist jetzt im Moment feucht, ist regnerisch und so. Und das ist ja etwas aufgequollen, ne? So, und jetzt habe ich vielleicht mal beantwortet, wie der Fußbodenaufbau ist, weil jetzt schon mehrere gesagt haben, ich müsste ja da irgendwie so einen Schaumgummistreifen dran machen. Wenn ich einen Schaumgummistreifen dran mache, dann kann die Feuchtigkeit nicht mehr abziehen, ja? Und wir haben ja dann auch zwischen dem, das ist jetzt die Unterkonstruktion, hier unten kommt die Steinwolle hin. Das ist der Balken, wo die Dielung draufkommt. Und es kann sozusagen hier die Feuchtigkeit nach oben, kann hier auch zirkulieren, kann auch an der Dielung vorbei später hier noch abziehen und wird von der Heizung dann sozusagen getrocknet, wenn man so sagen kann. Ja, also es kommt dort Zirkulation in Gang und die Heizung selber wärmt dann auch später die Wand. Und dadurch gibt es im Raum so ein sehr angenehmes Klima, dass die Wände sozusagen die Wärme abgeben und nicht die Heizung. Der nächste Vorteil dieser Sockelheizung oder Fußleistenheizung ist, dass es nicht so viel Staubbildung oder Staubzirkulation gibt. Ich habe das schon im ersten Haus gehabt, ich weiß, dass es funktioniert. Wenn euch das gefallen hat, gerne liken. Es geht hier nur darum, das ist eine Natursteinmauer, ja. Wenn ihr eine Mauer habt, die unten mit Dachpappe abgetrocknet, also gesperrt ist, dann mag der Aufbau anders sein. Aber in diesem Fall musste ich das so machen, weil es wird immer etwas Feuchtigkeit nach oben ziehen, auch wenn ich draußen noch die Noppenfolie dran mache. Also gerne liken, ne? Oder abonnieren. Bis bald. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.